Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zanke AG. Was habe ich heute für euch? Osram, ganz, ganz heißes Thema. Und zwar diese hier, LED H7 Nightbreaker. Jeder will sie, keiner kriegt sie. Ist ganz, ganz schwer, weil das Wichtigste steht hier nämlich auf der Ecke: Straßenzulassung. Paragraph 22a STVZO. 5-mal längere Lebensdauer plus 220% H7 LED. Das, was eigentlich alle haben wollen, aber nicht jeder kriegt. Denn das ist nicht für alle zulässig. Warum ist das nicht für alle zulässig? Weil, und das liegt nicht an Deutschland, so wie das viele erzählen oder sonst wie irgendetwas, oder an den deutschen Gesetzesgegebenheiten. Das sind EU-Gesetze. Ja? Also man darf eine LED, auch wenn sie ein CE-Prüfzeichen haben, für die elektromagnetische Verträglichkeit, oder ein E-Prüfzeichen für die Lampe selbst, darf man nicht in den Lampenkörper Halogen bringen, weil dieser damit nicht geprüft ist. So, faktisch bedeutet das Verlust der Betriebserlaubnis. Ein Bußgeld, ja, gibt es auch. Gut, also es ist nicht erlaubt. Warum ist das nicht erlaubt? Solche Leuchtmittel sind extrem hell. Das muss nicht sein, dass sie blenden, aber sie werden blendend wahrgenommen. Ja, obwohl sie richtig eingestellt sind. Das merkt ihr vielleicht bei ganz vielen anderen Fahrzeugen, die euch entgegenkommen, wo ihr denkt so, boah, der blendet aber. Nee, das ist nur richtig schönes weißes Licht, wird nur blendend wahrgenommen. Und manchmal streut auch eben halt die Windschutzscheibe, weil man da zu oft drüber gekratzt hat mit irgendeinem, ja, Plastikteil oder so. Je nachdem. Gibt da ganz, ganz viele Gründe. Also, das muss schon regelkonform bleiben. Man kann nicht einfach irgendwelche Leuchtmittel in irgendwelche Scheinwerfer reinbringen und dann ist gut. Also regulär das Leuchtmittel, was da drin ist, hat 55 Watt. Manche tun da 100 Watt rein. Fahren dann auch blendend durch die Gegend. Ja, wenn das Auto abbrennt, ist auch fraglich, wer dafür einsteht. Ich würde es lassen. Es gibt auch diverse andere Leuchtmittel. Also faktisch ist es verboten, LED-Leuchtmittel in Deutschland online in den Umlauf zu bringen. Sei es W5W-LEDs, die man als Standlicht einsetzen kann und so weiter und so fort. Da sind ja viele Online-Händler durch das KBA mit Bußgeldern belegt worden. Und seitdem ist das eben halt verboten. Gut, dann sind viele umgezogen rüber in die Niederlande und verkaufen aus den Niederlanden dann eben halt rein nach Deutschland. Ich finde das nicht so unbedingt gut. Also es wird eigentlich Zeit hierfür und nicht für so etwas. Das sind richtige China-Bomben. Ne? Halten nicht lange. Schlechteres Licht bei diesen beiden habe ich ausprobiert als normales Halogenlicht. Kann ich euch versprechen. Genauso sind auch Leuchtmittel unzulässig, die so stark eingefärbt sind. Hier ist sogar ein E-Prüfzeichen drauf. Habe ich prüfen lassen durch das KBA. Das E-Prüfzeichen ist von einem H4-Leuchtmittel. Das hier ist keine H4. Das ist ein sogenannter toter Sockel. Aber naja, haben wir als Stand- bzw. Abblendlicht bei älteren Modellen. Nur, dass man es mal gesehen hat. Okay, ja, nochmal, ich bin nicht immer vorbereitet, ich mache eigentlich die Videos so, wie sie kommen. Man kriegt für die Nightbreaker, wer es gerne wissen möchte, wofür die eigentlich zulässig sind, gibt es eine Kompatibilitätsliste. Und diese Kompatibilitätsliste, die sieht so aus, kann man sich ausdrucken oder eben halt im Internet angucken. Okay, und die Internetadresse ist www.osram.de/LED-Check. So, hier seid ihr mal umdrehe. Da steht dann auch wieder alles drauf dazu. Und auch die Teilenummer, unter der es vermarktet wird. Und die Hersteller, für die es bis jetzt freigegeben ist.
Also für die gibt es das schon. Dann braucht ihr aber teilweise CAN-Bus. Naja, es gibt auch einen technischen Support. Also bei Ausraum möchte ich momentan nicht arbeiten, weil da hört das Telefon nicht mehr auf zu klingeln. Jeder möchte gerne diese Leuchtmittel haben. Und ihr seht hier Audi, BMW, Alfa Romeo. Meine Güte. Naja, okay. Ford, Opel, Peugeot, Skoda, VW. Also, gut, Alfa Romeo. Ich weiß nicht, wie viele Autos es davon gibt, aber dafür gibt es das schon. Also von dem hier gibt es, glaube ich, mehr am Markt. Naja, ich weiß nicht, wie man da vorgeht. Ich hätte das Release dieses Produktes vielleicht mit einer Kompatibilitätsliste von 300 Fahrzeugen gemacht, anstatt hier mit dieser absolut geringen Auswahl. Denn was bedeutet das momentan? Alle Scheinwerfer müssen geprüft werden, ob sie mit diesen Leuchtmitteln auch eine vernünftige Ausleuchtung haben. Also, mache ich doch mal kurz das Licht an, damit ihr wisst, was gemeint ist mit der Ausleuchtung. So, Scheinwerfer an, Abblendlicht und das ist ganz wichtig, dass eben halt in der Geraden absolut abgezeichnet wird und so leicht schräg nach rechts hoch, das ist nämlich der Fahrbahnrand, der ausgeleuchtet wird, dass das vernünftig ausleuchtet und dass da nicht irgendwie Blendfaktoren mit hineinspielen. Ja? Und ich habe schon einige Leuchtmittel durchprobiert. Das kann richtig blenden. Und gerade eben halt auch die gezeigten China-Bomben. Es gibt in China auch richtig gute Qualität. Also es ist nicht negativ gemeint. Wer sie bezahlt, kriegt dort auch die höchste Qualität. Das hier ist ein Beispiel dafür. Gibt es. Gut. Ja, Ladegerät kommt hier richtig in Schwung. Am Arbeiten hört man vielleicht auch. Deswegen mache ich jetzt das Licht mal wieder aus. So, dann muss ich ein bisschen warten. Also das, was ihr jetzt hier seht, das hier, das ist die Leuchtweitenregulierung. Die ist manuell hier beim Dacia Duster. Und jedes Mal, wenn man hier ran möchte an die Lampe, um die rauszuholen und zu wechseln, dann kommt man zwangsläufig meistens immer gegen die Leuchtweitenregulierung. Also müsst ihr das ab und zu mal kontrollieren. Ja, wenn ihr also schlechtes Licht habt, weil ihr Lampenwechsel hattet, dann könnte es sein, dass die Leuchtweitenregulierung, die viele meistens gar nicht beachten, ausgehakt ist. Wie kann ich euch das zeigen, dass man sie auch... Ich werde sie mal aushaken. Dann stelle ich euch nochmal rüber. Dahin, zoome euch da nochmal drauf. Mache nochmal das Licht an. So, und wenn ich jetzt die Leuchtweitenregulierung aushake, passiert Folgendes. Zack. So steht dann der Scheinwerfer drin. Das ist nicht gut. So, mal wieder an. Aus. So, und stellen dann auch wieder zurück. Ein bisschen rauszoomen. Also, hier die Leuchtweitenregulierung, die ist jetzt ausgehakt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Denn ich greife jetzt hier hinter. Kann man das sehen in der Kamera? So, ja. Wenn ich hier hinter greife, da komme ich gut hin, auch mit links. Und ziehe dann die Abdeckkappe ab. Und dann muss ich das Leuchtmittel nach unten kippen. Zack. Klickt es, dann ist es los. Dann nehme ich es raus. Die Kabel sollten regulär lang genug sein, dass ich hier oben das rüberführen kann. So. Da habe ich das Leuchtmittel.
Das sollte man grundsätzlich nicht mit den Fingern betatschen, Fingerfett oder ähnliches. Das schränkt nämlich ganz stark die Lebensdauer dieser Leuchtmittel ein. Das hier sind die Standardleuchtmittel. Es gibt bessere, aber die Kerze, die heller brennt, ist auch schneller verglüht. Okay, dann ziehen wir das mal ab. So, dann nehmen wir mal die Osram. So, da haben wir die. Hat hier hinten auch einen Lüfter drauf. Wobei immer die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn dieser Lüfter ausgeht? Okay, das kann ich nicht beantworten, will ich jetzt auch nicht beantworten. Regulär sagt die Bedienungsanleitung für dieses Leuchtmittel, dass wir den Adapter, diesen hier, H7, soll man abnehmen und einsetzen in die Lampe. Das wird hier bei diesem Fahrzeug sehr schwer. Also lassen wir ihn drauf. Ja, weil so können wir es besser einsetzen. Dann kann ich ja vorab schon mal das Ganze aufstecken. So. Ich mache mal kurz Licht an, dann kann man vielleicht sehen, dass sie an ist oder nicht. Und siehe da, sie funktioniert, sie geht. Nein, sie geht nicht, sie leuchtet. Okay, dann nehme ich mal das Leuchtmittel, führe das hier runter. Achtung, jetzt kommt der Kopf. Mit der unteren Kante ansetzen und hoffentlich einklippen. Wie gesagt, mit links bin ich nicht so gut. Es muss einfach nur leicht Klick machen. Es darf nicht mit, ich muss mal auf die andere Seite, ich brauche wirklich die rechte Hand. Ich kann das echt nicht mit links. So. Das ist schon fest. Also regulär klickt es wirklich richtig ein. Und da muss man echt drauf aufpassen, dass es dann auch wirklich Klick macht. Ah, und da war es dann auch schon. So, dann muss es an einen Anschlag gedreht werden, dass sie auch wirklich sauber drin ist. Dann muss ich... Ich lege euch die Leuchtweitenregulierung hier mal hin, weil hier sitzt die ja regulär auch. Weil ich werde jetzt mal die Leuchtweitenregulierung auf ganz nach unten stellen. Vielleicht sieht man das ja. Hat sich bewegt. Okay. Und kann man hier oben reingucken. Auch wenn ich keine Brille jetzt auf habe, funktioniert das hoffentlich. So. Na, das gehört da nicht hin, das gehört da nicht hin. Auf den sauberen Lauf des Kabels achten. Ja, so ist das in den Videos, ne? So, und jetzt ist das Ganze auch wieder eingehakt. Gut, dann muss ich das Licht mal anmachen. Und dann sieht es folgendermaßen aus. Und ich zoome euch da wieder an. Entschuldigung, wenn das ein bisschen wackelt. Ist halt so. Was habe ich vergessen? Die manuelle Leuchtweitenregulierung wieder ganz nach oben zu stellen.
So. Das sieht richtig gut aus. Muss vielleicht ein bisschen runtergestellt werden, aber das war es dann auch. Zeichnet gut. Ja, nicht, dass ich dagegen gekommen bin. Aber zeichnet gut und sauber und schöne scharfe Konturen, so wie wir das haben wollen. Also finde ich in Ordnung. Gut, machen wir das Licht mal wieder aus, damit ich euch das vielleicht etwas besser im Detail zeigen kann, was jetzt kommt. Denn den räumen wir mal beiseite. Dann hole ich mal noch was anderes. Zoom hier mal erstmal raus. Denn da habe ich einen Rollwagen. So. Können wir da gut hingucken? Ja. Das hier ist ein Scheinwerfer über Kopf. Also so sieht er aus. Kennt ihr ja. Licht hier. So. Ja, ein bisschen höher. Gut. Das ist Fernlicht H1. Das ist das Abblendlicht hier, H7. Da unten Blinker. Und das hier, was hier so lang läuft, das ist TFL, also Tagfahrlicht mit Standlicht. Dann drehen wir es mal wieder richtig rum. Standardleuchtmittel. Und hier habe ich hinten schon die Kappe ab. Machen wir mal drauf. Also das hier ist die Kappe. So. Die zieht man ab. Dann, und das empfehle ich nicht, jetzt hier gerade am Stecker ziehen, sondern einfach nur leicht nach unten drücken. Das kann man, glaube ich, hoffentlich sehr gut sehen. Wenn ich jetzt hier nach unten ziehe, klack, und dann kann ich das Leuchtmittel rausnehmen. Ich glaube, so kann man das besser zeigen als im Auto. Dann zieht man das Leuchtmittel ab. Und dann nehmen wir nochmal das LED-Leuchtmittel. Denn ich habe ja hier noch eine. Okay. Wie gesagt, hier hinten ist ein Lüfter drauf. Vom Abstrahlverhalten im Scheinwerfer, und es sei auch gesagt, vollste Unterstützung fürs KBA, wenn Sie sie denn haben wollen, wie auch immer. Packen wir es mal rein. Dann muss der Stecker hier ein bisschen beiseite, die Lampe da rein und nach oben einklippen. So, sitzt fest und drin. Und jetzt kommen wir in den problematischen Bereich. So, einmal machen wir den Stromanschluss. Okay. Dann sollten wir vielleicht sogar, oder geht es? Ja. Können wir das hier in den Lampenkörper einfügen? Dann sitzt das schon mal sauber drin. Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem, was die Zulassung dafür praktisch jetzt hier beim Duster verhindern könnte. Ich sage ganz absichtlich könnte. Denn diese Abdeckung hier hat in der Mitte noch so eine Erhöhung. Und sie ist plan, das heißt gerade. Ja? Wenn ich die jetzt hier drauf drücke, ja, ist noch genügend Spiel da. Das kann aber manch einem zu wenig sein, ich weiß es nicht. Und nur vorweggenommen, wenn das der Grund sein sollte, das Leuchtmittel für diesen Scheinwerfer zu verweigern. Wenn ich diesen Deckel, die Kante rundherum abschneide und drauf drücke. So. Und ich eine konische Abdeckung nehme, die es auch gibt. Diese hier, die ist nämlich erhöht in der Mitte. Dann kann ich diese
komplett da drauf bringen. So, den Lösungsansatz habe ich jetzt gezeigt. Es ist kein Grund, das Ganze zu verweigern, weil wir haben hier richtig viel Platz zum Leuchtmittel. Okay? Ja, wollte ich nur gezeigt und gesagt haben. Und wenn es dann zulässig ist, dann muss man auf dem Lampenkörper den Aufkleber aufbringen irgendwo, dass man den vernünftig lesen kann mit der ABG, allgemeine Bauartgenehmigung mit der Nummer, dass das dann auch funktioniert. Okay, ich werde das Ganze natürlich, weil es, wie gesagt, das wird echt dauern, weil die haben beim KBA richtig viel zu tun, die haben bei Osram richtig viel zu tun. Das muss eben halt alles seinen Gang gehen. Ich bin da aber zuversichtlich, dass das klappt. Okay, so dass wir das hier irgendwann standardmäßig, serienmäßig da einbauen können, weil Licht ist Sicherheit. Und wer sicher durch die Gegend fährt, der hat meistens auch viel Licht, weil er dann auch viel sieht. Ich finde es toll, dass es solche Produkte endlich gibt. Und es war, ist bestimmt nicht leicht, das überhaupt durchzukriegen bei den ganzen Gesetzesgegebenheiten, wo man sich immer fragt, wer macht sowas eigentlich. Aber auf der anderen Seite muss es auch irgendwo reguliert werden, damit wir selbst nicht gefährdet werden, indem so eine Blender uns dann entgegenkommen oder die Autos abrauchen, wie auch immer. Okay, habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich habe ich nichts vergessen. Ich würde noch anmerken, dass ich, ja, das nächste Modell, was ich als sehr wichtig betrachte, ist Renault Zoe. Dort werde ich diese Lampen auch ausprobieren, wie sie drin sitzen, wie sie drin passen, wie man sie zurüsten kann. Gegebenenfalls mache ich dazu auch noch ein Video. Ist hiermit versprochen. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Es gibt diese, habt Geduld. Ich bin froher Hoffnung, dass das klappt, weil das Abstrahlverhalten sieht sehr, sehr gut aus. Ich kenne andere LED-Leuchtmittel, die ich eingebaut habe, die bei Weitem nicht so fein, sauber abzeichnen wie dieses Leuchtmittel. Osram, Daumen hoch, habt ihr richtig gut gemacht. Der Einstieg mit dem Produkt, okay, ist halt so, lässt halt hoffen. Okay, in diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.